August Heinrich Hoffmann wird hier 1798 in Fallersleben geboren, damals eine kleine Ackerbürgerstadt, und sein Vater ist später ein Bürgermeister. Und deswegen kriegt er schon sehr früh mit, was es heißt, unter Herrschaft zu stehen. Also, und sehr früh bewegt ihn schon der Gedanke an die Freiheit. Zeit ist eigentlich reif für eine Veränderung. Es gibt 38 deutsche Fürstentümer und sehr viel Unfreiheit. Das deutsche Bürgertum leidet und zunehmend trifft man sich. Und insbesondere trifft man sich bei Adam von Itzstein. Der hatte nämlich ein Weingut im Rheingau. Das war also nicht nur sehr schmackhaft, sondern insbesondere kamen hier sehr, sehr viele politisch denkende Menschen zusammen und haben hier die Gedanken an ein geeintes und freies Deutschland sozusagen gemeinsam gedacht. Und der Hoffmann von Fallersleben war ja schon als Student mit Jakob und Wilhelm Grimm befreundet und hat auch für sie gearbeitet, zum Beispiel also für das große Wörterbuch, was sie geschrieben haben. Und überhaupt hat Jakob Grimm Hoffmann von Fallersleben sozusagen auf die Wissenschaftler, auf die literaturwissenschaftliche Schiene gesetzt damals, hat gesagt, liegt ihnen ihr Vaterland nicht näher, und deswegen hat er auch deutsche Literatur und Sprache studiert. Und Hoffmann ist eigentlich 1837 so richtig politisiert worden, denn da wurde die hannoversche Verfassung außer Kraft gesetzt vom König Ernst August, und dagegen haben unter anderem die Brüder Grimm protestiert und haben sofort ihre Stellung dort beim hannoverschen König verloren. Und das hat Hoffmann dermaßen wütend gemacht, dass er gleich ein Gedicht geschrieben hat, was dann später als erstes wütendes Gedicht, heißt Knüppel aus dem Sack, ich glaube, da hört man die Wut schon, dann in diesen Band Unpolitische Lieder aufgenommen wurde. Ein Band, der nur in Hamburg erscheinen kann, weil man schon ahnt, die Zensur wird da zugreifen. Und tatsächlich wird ihm ja dieses Lied dann zum Verhängnis. Er verliert seine Professur in Breslau und ist im Grunde zu einem unsteten Wanderleben dann auch verurteilt. Und in dieser Zeit wird er ja der richtige politische Liedermacher. Hoffmann von Fallersleben ist sicherlich einer der bekanntesten Söhne unserer Stadt Wolfsburg. Er setzte sich ein für Freiheit und Einigkeit sein ganzes Leben lang. Und dies ist etwas, was unsere Stadtgesellschaft heute auch in ganz besonderer Weise prägt. Im August 1841 fährt Hoffmann, wie häufiger schon, zur Erholung nach Helgoland. Helgoland hatte den großen Vorzug, es war eine englische Insel, man konnte etwas freier sprechen als in den deutschen Ländern, und er hat schon auf der Hinfahrt viele Hannoveraner getroffen, die natürlich ihre Forderungen auf den Lippen hatten, Pressfreiheit, Einigkeit, das wurde schon laut, und er hörte unter anderem auch die französische Hymne, die hat die Bordkapelle gespielt. Und hat schon mal den Mangel, glaube ich, dass die Deutschen so ein verbindendes Lied nicht haben, sehr intensiv gespürt. Als die Hannoveraner wieder abgereist sind, war er ein bisschen einsam und vielleicht auch ein bisschen in einer melancholischen Stimmung, ging auf die Klippe, schaute aufs Meer und auf die schöne Landschaft auf Helgoland. Und in diesem Moment, am 26. August, sind ihm diese Verse, diese drei Strophen eingefallen. Deutschland, Deutschland über alles, bis hin zu Einigkeit und Recht und Freiheit. Das Lied der Deutschen ist eigentlich eine Liebeserklärung an Deutschland, an die Landschaft, an die Menschen, an die Sprache. All das lag ja Hoffmann sehr, sehr am Herzen. Und das ist eigentlich in allen drei Strophen ausgedrückt. Nur die dritte ist ja heute unsere Hymne, und das aus gutem Grund, wenn wir auf die deutsche Geschichte schauen. Sie drückt auch am deutlichsten die politischen Gedanken Hoffmanns aus. Denn eigentlich, wenn man ganz streng sieht, ist ja dieses Lied nur eins der vielen wichtigen politischen Lieder dieses Dichters.